Nach der langen Hitze und Trockenheit stellt sich das Wetter jetzt um und die heiß ersehnte Abkühlung kommt. Durch Blitzschlag hat es allerdings bereits mehrere Waldbrände gegeben, weil der Boden schon sehr ausgetrocknet ist. Auch in den kommenden Tagen bleibt die Lage angespannt. Feuerwehr im Einsatz in unzugänglichem Gebiet bei St. Martin am Grimming. Über eine 300 Meter lange Löschleitung muss Wasser zur Brandstelle gebracht werden. 40 Mann waren über 2 Stunden lang im Einsatz, um Glutnester im Wurzelwerk zu bekämpfen. So wie hier war es gestern und vorgestern auch in St. Katharain an der Laming, Wörschachwald und Tauplitz zu ähnlichen Waldbränden gekommen. Die Ursache war überall dieselbe. Wenn es ein direkter Blitzschlag ist, ein massiver Blitzschlag, der auch zündet, kommt es natürlich sofort zu einer Brandentwicklung. Die Frage ist, wie schnell wird die Sache entdeckt, wie schnell meldet uns jemand einen Brand. Und natürlich, je kürzer die Vorlaufzeit ist für eine Brandbekämpfung, umso minimaler ist der Schaden. Allein im Juli musste die Feuerwehr in der Steiermark 22 Mal zu Bränden, ausgelöst durch Blitzschlag, ausrücken. Unser Bundesland ist übrigens Nummer 1 in der österreichweiten Blitzschlagstatistik. Im Vorjahr wurden 275 Feuerwehreinsätze nach Blitzschlag gezählt. Doch auch der Mensch kann Waldbrände auslösen. Rauchen und das Entzünden von Feuer ist derzeit im Wald verboten. Es drohen Geldstrafen von über 7.000 Euro.